Tatsächlich erleben wir eine größer werdende Zahl von Menschen, die Angst haben vor einem Leben an Schläuchen. Die Angst haben etwa auch vor Demenz und davor ein Pflegefall zu werden und vor allem die Angst haben vor großen Schmerzen. Im Grunde genommen hätten wir für diese Menschen eine Reihe von sehr guten Möglichkeiten der Hilfe, zum Beispiel Palliativmedizin und palliative Forschung, die Menschen in Schmerzsituationen hilft. Das ist ein medizinischer Wissenschaftszweig, zwar teuer, aber heute in einer sehr weit und gut entwickelten Form. Oder ein anderes Element, das Thema Hospiz. Wir müssen Menschen, die an den Ende ihres Lebensbogens angekommen sind, einen freien, behüteten Raum gewähren, in dem sie sterben können. Das ist nicht dein Ernst, oder? Daniel, wir haben immer und immer und immer wieder darüber gesprochen. Ich habe darüber nachgedacht. Ich weiß, dass ich den Weg der Sterbehilfe gehen werde. Schatz, das ist für mich der einzige Weg, in Würde zu sterben. Und ich muss diese Entscheidung treffen, solange ich das kann. Meine Mutter hat sich für eine Freitodbegleitung entschieden. Wie frei kann diese Entscheidung sein? Wir tun selten etwas, ohne dazu gezwungen worden zu sein. Und es sind die Umstände, die uns zwingen, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und wenn nun das Leben Umstände schafft durch eine Krankheitssituation, die uns zwingt, uns damit auseinanderzusetzen, dass ich demnächst sterben werde, dann sind meine Wahlmöglichkeiten eingeschränkt. In der Regel ist es sogar so, dass schwerwiegende Krankheitsvorfälle dazu führen, dass ich überhaupt keine Wahlmöglichkeit mehr habe, es sei denn eben der Freitod.